kommt zum Vater, denn durch mich. Hallo? Was macht ihr? Wie bitte? Ja? Wirklich? Angespannt. Keine Ahnung, ob ich für dieses Video in die Hölle komme oder so. Weil ich denke, ist schon ein ziemlich krasser Lost Place, den ich hier gerade besuche. Ich denke, man merkt meine Anspannung. Aber wie immer, Leute, lasst uns nicht lange schnacken. Wir ziehen das Ding einfach durch. Viel Spaß beim Video. Leute, wie ich gerade schon sagte, das ist ein ganz, ganz unbehagliches Gefühl, hier drinnen zu sein. Viele von euch werden vielleicht sagen, Scheiße, was macht der da? Nicht, dass er verflucht wird oder so. Wie gesagt, ich habe diese Gräber, diese Särge natürlich nicht kaputt geschlagen und ist jetzt gerade tatsächlich so ein Moment, wo ich mir ein bisschen davor grusel, auch wenn es jetzt am Tage ist, in diesen Grab reinzugucken. In diesen Sarg, meine ich. Aber ich mache es natürlich trotzdem. Aber in diesem großen Sarg ist tatsächlich noch ein Sarg. Hier ist bloß ein kleiner. Also ich habe gerade in den Sarg hier vor mir reingeguckt. Ja, und wie unschwer zu erwarten, liegt da tatsächlich noch die Leiche drin. Ich finde das, also meiner Meinung nach, wirklich traurig, dass sie so weit aufgebrochen wird. Mir fehlen ein bisschen die Worte irgendwie. Wie gesagt, Leute, hier wurden tatsächlich die Särge aufgerissen. Ja. Damit die Leute sehen können, ob da wirklich jemand drin liegt. Also eine Leiche drin liegt, eine mumifizierte. Und die liegt da tatsächlich auch noch drin, ne? So viel Licht machen, weil hier dieser Haupteingang ist oder die Haupttür. Gehen wir hier in den oberen Bereich. Sieht aus wie, ja, vielleicht noch mal, also unter mir sind die Särge und hier oben ist noch mal wie so eine Art kleine Kapelle, würde ich jetzt einfach sagen, mit so einer riesengroßen Kuppel oben. Da ganz oben steht auch noch mal ein Datum oder stand ein Datum, weil ich aber nicht entziffern kann. Da stehen tatsächlich die Daten. 1813, März 1837. Überlegt euch, Leute, wie lange das schon her ist. Wie lange dieser heilige Ort hier schon besteht. Und hier unten auf dem Boden ein großes Bild. Ja, engelsähnlich, würde ich sagen. Da hat bestimmt übel viel Arbeit gemacht. Das sind alles ganz kleine Mosaiksteine. Jetzt habe ich einen Tropfen auf dem Rücken bekommen von oben.
hat dadurch einen richtigen Schreck gekriegt. Ganz viele kleine Mosaiksteine, wie so ein riesengroßes Puzzle. Das hat bestimmt richtig viel Arbeit gemacht, oder? Das war so ein Fertigteil. Das dann einfach nur hier in dem Boden verarbeitet wurde, sozusagen. Aber es sieht echt schön aus. Und hier vor mir, auch in dem oberen Bereich, ist nochmal so eine riesengroße, sieht aus, als wenn da vielleicht mal ein Bild drin war. Also da ist noch ein Holzrahmen hinter, das Bild ist leider weg. Hier konnten die Familienangehörigen vielleicht hingehen, immer wenn sie Trauer empfunden haben, um einfach nochmal bei ihren Liebsten zu sein, sage ich mal. Hier unten vielleicht eine Kerze abstellen und nochmal ein paar liebe, nette Worte loswerden. Wie ich vorhin schon sagte, mit dem eben großen Sarg, wo noch ein Sarg drin war, das war mit Sicherheit dieser, der hier in der Ecke steht. Ich überlege gerade, was für einen unheimlichen Krach das verursacht haben muss, als die diesen Sarg aus diesem großen hier rausgeholt haben. Oder als sie diesen Sarg da aufgebrochen haben. Krass. Traurig, traurig. Warum macht man sowas? Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Hallo? Hi. Alles klar? Ja. Ja, was macht ihr? Guck mir hier um. Und ihr? Oh, ich hab schon Paranoia gekriegt. Wie bitte? Ich hab einen Ohrwechsel, der hier rumschmeißt. Ja? Wirklich? Komm ich einfach rein, oder? Wie bitte? Komm ich einfach rein? Wollt ihr auch rein? Ja, Mensch. Ja, keine Ahnung. Na klar. Hier vorne steht noch ein Holzstamm. Jetzt runter. Noch ein Stück runter, 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 runter. Hier kommt er. Ich weiß, das gehört dazu. Ja. Oh, Zitterlass. Komm, bist doch kein Anfänger, oder? Nee, absolut nicht, aber. Wieder nach Hause. Ich war im Harz bei meiner Cousine zu Besuch. Und auf dem Rückweg wollte ich mich hier mitnehmen und mir das angucken.